Darf ich Blut spenden oder darf ich kein Blut spenden? Jetzt mal grundsätzlich, abgesehen vom Geld, ja, Blut spenden darfst du. Das überlebst du ja normalerweise. Aber was ist, wenn ich Geld bekomme? Das ist das Problem. Du darfst dein Blut nicht verkaufen. Und auch anderes Blut nicht. Blut ist keine Ware zum Verkaufen. Aber was ist, wenn sie mir das schenken? Du machst ja keinen Kaufvertrag. Die kaufen da ja nicht. Das heißt ja Blutspende und nicht Blutkauf. Dann ist es erlaubt. Jemand will dir ein Dankeschön geben. Bitteschön. Aber du darfst es nicht machen wegen dem Geld. Du merkst, okay, ich weiß gar nicht, wie oft man Blut spenden kann, ja. Die Miete, ja, da gehe ich mal jeden zweiten Tag oder jede Woche Blut spenden, damit ich meine Miete bezahle. Das heißt, du bist hingegangen wegen dem Geld, das ist nicht erlaubt. Und ihr seht, wie wichtig die Absicht ist im Islam. In sehr vielen Sachen. Die Absicht macht vieles unterschiedlich, also unterscheidet. Der eine wird bestraft, der andere wird nicht bestraft, obwohl sie das Gleiche getan haben. Aber was ist der Unterschied? Ihre Absicht. Ja, und deswegen auch hier, wenn du Blut spenden gehst mit der Absicht, um Geld zu bekommen, ist es haram. Gehst du Blut spenden, damit die Leute Blut bekommen und damit den Kranken geholfen wird, und sie geben dir Geld, dann ist es halal.